So, hallo. Da das Gaming auf diesem Kanal mittlerweile eh schon etwas eingeschlafen ist, liegt vor allem darum, dass ich aufs Steam Deck gewechselt bin, hauptsächlich zum Zocken. Will ich aber trotzdem, jetzt wo wir ein neues OBS-Setup haben und der Gaming-PC jetzt sein Video schön an mein OBS-Setup auf dem Mac überträgt, haben wir gedacht, nutzen wir gleich mal die Gelegenheit und ich spiele mit euch Half-Life. Und zwar nicht Half-Life Source, sondern das Originale. So ganz original ist das ja nicht. Das ist ja die. Software-Version auch, wow, cool. Das ist die Version, die Valve im vergangenen Jahr released hat. Grundsätzlich nahezu die Originalversion. Einzig, was sie halt nachgezogen haben, sind die höheren Auflösungen und Widescreen-Mode. Und ich habe mir gedacht, das könnten wir jetzt mal spielen. Wäre nämlich mal interessant zu schauen, wie das denn so ist. Dann starten wir gleich ein neues Game, Medium und Play Half-Life. Muss dazu sagen, Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This Half-Life kenne ich automated mittlerweile eh train schon is fast in- und provided for the auswendig. security and convenience of the Black Und die Mesa Research Facility Originalversion, personnel. allerdings die Originalversion habe The ich time schon is ewig nicht mehr gespielt. Also 8:47 ich würde sagen, Half-Life Source wird gut ein Dutzend Mal durch. Knapp. Das Original, ja, ist schon ein bisschen länger her. Und ja, schauen wir mal. Vor allem schauen wir mal, ob ich da jetzt überhaupt schön das Audio exportiere, weil das habe ich nebenbei gar nicht angesehen. Da muss ich kurz in OBS wechseln. Audio. Sector C Test Labs and Control Facilities. Und schauen, ob ich das im Output auch korrekt. Audio Track 1 und 2. You will need to return to the Central Transit Hub in Area 9 and board a high security train. If you have not yet submitted your identity to the Retinal Clearance System, you must report Audio Track 1 und 2 sollte eigentlich passen. Sollte ihr eigentlich auch Audio. Gut, schauen wir uns das mal an. Schaut ein bisschen lauter im Spiel. Und schauen wir uns mal an. Grafisch ist das natürlich eine Pracht. Aber gut, so waren die Games in den 90ern. Oder so am Ende der 90er. Schauen wir mal so die Texturen und so weiter. Die Landschaft schaut immer noch okay aus, aber ihr werdet es noch sehen, wenn ihr es noch nicht kennt, das Original. Character Models sind ziemlich. Naja. Schwierig. Das war. Should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. Ich muss halt auch dazu sagen, das war damals in den. War das rausgekommen in 98? War das ziemlich eine Erfahrung des Spiels vom Storytelling her? Das kann man sich jetzt fast so gar nicht mehr vorstellen. Weil Storytelling in den Spielen heutzutage eh oft im Vordergrund ist. Oder nicht im Vordergrund, aber 98 ist es auserkannt. Storytelling ja eine große Rolle spielt in den Spielen. Weil sowas wie Doom oder Unreal, also wirklich die alten Games, die hatten wirklich eine Story. Diesmal hier nur kurz erzählt worden und dann war nur noch geballert. Und der Half-Life ist auch wirklich mittendrin in der Geschichte. Remember, more lives than your own may depend on your fitness. Do you have a friend or relative who would make a valuable addition to the Black Mesa team? Immediate openings are available in the Area
areas of materials handling and low clearance security. Please contact Black Mesa personnel for further information. If you have an associate with a background in the areas of biotechnology or other high tech disciplines, please contact our civilian recruitment team. The Black Mesa Research Facility is an equal opportunity in a reminder to all Black Mesa personnel. Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich das in Auflösung 640 mal 480. Missing a scheduled urinalysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Aber grundsätzlich immer noch sehr zu empfehlen. Und falls grafisch einer ist ein bisschen abschreckt, Half-Life Source schaut immer noch okay aus. Und sonst kann man das Community Reboot, nämlich Black Mesa, auch empfehlen. Wobei Black Mesa sich im letzten Drittel schon doch sehr vom Original unterscheidet, also vom Original Half-Life. Mit der Planet Xen ist da schon ein bisschen anders. Hübsch. Ich glaube, der besteht aus 10 Polygonen. Ja, lass es ein bisschen mehr sein. Can we do this later? Okay. Ja, und ich habe mir gedacht, jetzt zocken wir einfach mal dieses Game. Schauen wir, wie weit wir kommen. Im letzten Versuch nämlich, was war das von den Rick and Morty machen. Das habe ich ja irgendwann vorab sein. Okay, ja, dann gehen wir mal. Ich glaube, wir wissen, was zu tun ist. Servus. Weren't you supposed to be in the test chamber half an hour ago? Ja, ja, ich muss in die Test Chamber. Ich weiß. Das wird später sehr wichtig werden. Vor allem das Spiel auf Medium. Ah, was ist da? Dann gehen wir mal in die Test Chamber, oder? Ah, jetzt klar. Oh. Ich glaube, in Half-Life Source gibt es da einen coolen Schmäh, wenn das der dann, wenn ich da reinschaue, die Jalousien zumacht. Ich glaube, fürs Original haben da ein bisschen die. Hello. Ah, okay, auf. Haben da ein bisschen die Polygone gefällt. Ah, so, ja. So. You got the wrong airlock, Mr. Freeman. You know I can't let you through here. Aha. Wo war denn jetzt dieses Ding sie? Ich muss. Aha, na warte mal, da muss ich entlang. Ah! Das ist der Eingang, da bin ich reingekommen. Da muss ich auch. So. So, jetzt müssen wir erstmal anzuholen. Servus. Sorry, Sir, I've got to stay at my post. Ah, okay. Ah. My God, what are you doing?
Das muss ich jedes Mal machen. Jedes Mal. Ich weiß nicht wieso. So, Wood, Bond, Backman, Lore. So, wo ist mein Freeman? Why do we all have to wear these ridiculous... Now, where... Ah. Das war ein Zug. War uns klar. Welcome to the HEV Mark IV Protective System for use in hazardous environment conditions. High impact reactive armor activated. Atmospheric contaminant sensors activated. Okay. Vital sign monitoring activated. Right on through, sir. Automatic looks like you're medical in the barrel today. Systems engaged. Defensive weapon selection system activated. Munition level monitoring activated. Communications interface online. Have a very safe day. Have a very safe day, yeah. Ah, yeah. Ja, dann schauen wir mal. Hochauflösend, wie man sich's nur vorstellen kann. Man kann nicht einmal meine Schrift wirklich lesen. Yes. Muss ich da jetzt? Na, da bin ich einer kein. Na, da geht's dann gleich da runter, okay. So. Uranium Shipment Inspection Team to Sector D. Greetings. Servus. So, dann gehen wir da weiter. Das wird jetzt interessant. Hey, catch me later, I'll buy you a beer. The Barony? Ah, Gordon, here you are. You'll just have to wait until after. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Excuse me, Gordon, but I'm rather busy yeah, now. But we need the extra resolution. The okay. Administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather they went to some lengths to get it. They're waiting for you, Gordon, in the test chamber. The test chamber. You aren't doing soft on that ethics issue again, are you? Grafisch. Wow. Hey! It's about to go critical. What the hell is going on with our equipment? It wasn't meant to do this in the first place. Das kann ja schon so. Ja, die will nichts vorwegnehmen. Aber ich glaube, bei dem Spiel kann man mittlerweile noch 25 Jahren ruhig spoilern, oder? 26 Jahren. So. Der schaut etwas skeptisch. So. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedures today, Gordon. Yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And, potentially, the most unstable. Now, now, if you follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that, although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Ah, yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let him in now. Mm-hmm. Wow. Schaut weniger imposant aus als damals. Ja, ja, okay. Ja, Stufen, ja. Stufen? Waren da nicht mal echte Stufen? Wow. Okay. Ja, Gordon. Ist das on? Testing? Everything seems to be in order. Ah.
specimen will be delivered to you in a few moments. If you would be so good as to climb up and start the rotors, we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Okay, they're done. Dann schauen wir rein. Tack, tack, tack. Gehen wir wieder rüber. Man muss sich nur immer vor Augen halten, dass wir damals grafisch die, naja, fast Referenz. Fast. Work as quickly as you can. Okay. Das heißt. Ja, es ist eh noch nichts da. It's probably not a problem. Probably, but I'm showing a small discrepancy in. Well, no, it's well within acceptable bounds again. Probably not a problem. I've just been informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming on here any So, und jetzt haben sie da den Hochenergie-Laser-Whatever gestartet und ich muss jetzt das Ding da reinschieben und... Ja. Das sind lästige Viecher. Ah! Ja, in den späteren Teilen wird das verbündeter. Unforeseen consequences hier dann. Wow. Ah, Ducken ist mit Steuerung. Boah, wow, das ist fies. Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Keyboard. Duck. Apply. Ja. Oh je. Der ist tot. Oh je. So, ein Barney ist schon einmal tot. Aufzug funktioniert zumindest. Why didn't they listen? Why warn them? I never thought I'd see another one. Let alone create one. Gordon, you're alive. Thank God for that hazard suit. I'm afraid to move him and all our phones are out. Please get to the surface as soon as you can and let someone know we're stranded down here. You'll need me to activate the retinal scanners. I'm sure the rest of the science team will gladly help you. Ja, natürlich kannst du mir helfen, aber... Access denied. Ja.
denied. What the fuck? Wie war das damals? I suspected this could happen, but the administrator just would not listen. How interesting. Just look at that. Fuck. Wie war das da? Access denied. Ah, jetzt kenne ich mich ja nicht mehr. Wo ist war da? Obe kenne ich mich ja nicht mehr. Du bist hier da vorne durch. You won't even know I'm here. Genau, okay, ja, stimmt. Muss mal bitte die Tür aufmachen. Danke. Ja, das war... Das kann ich wieder drinnen dran. Ui. Ui. Ja, wir mal speichern, weil das war ein bisschen... zu früh, oje. Oh je. Prozent. Oje. Also, ich sehe schon, jetzt wird der Anfang schon ein bisschen spaßig. Ah, stimme jetzt schon. Ah. Das war jetzt alles nicht sonderlich schlau. Super, mit 25% Energie ist das ein bisschen... Oh je. Jetzt glaube ich, müssen wir eine Bombe speichern, weil jetzt wird es kritisch. Ah! Sollte man... Ja, das kann ich mir noch erinnern dran, ja. Aber soweit ich weiß, dem guten Herrn hat das jetzt nicht gut getan. Aber ihr habt da jetzt zumindest ein bisschen Rotation gekriegt. Oh, das. Lass mal noch weiter auf hier. Ui. Hey, 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 hey. Bring it up, Gordon. Man, am I glad to see you. What the hell are these things? And why are they wearing science team uniforms? Oh, what's yeah. Stench? Können wir schon mal begleiten, Barney 2. Let's get the hell out of here. Ja, passt. Geh mit. Hopp, hopp. Danke dir. Will ich wieder jetzt ein bisschen begleiten. Weil ich glaube. Ah, wird schon interessant, ja. Schau. Kannst du bitte draufballern? Danke. Den wir mal gleich erledigen. So. Jetzt wäre ich doch geschwind. Nochmal kurz. Oh. Ja, da. Die Lasagne. Barney, 2. Wo bist du? Da. So. So. Dann haben wir da eigentlich nichts mehr. Ich brauche noch. Woodbond, Blackman Frame. Wo ist denn eigentlich mein Kasten?
So, bei Lobo Albus drehen. So. 30%. Power 45%. Du bist euch nicht wundern, ich tue sehr oft speichern. Immer. Okay, da ist. Hey, wo ist er denn? Geh mit. Okay, we might live longer if we work together. See you later. We might stand a better chance if we team up. Yep, genau. Team up. So, Alternative. So. Oh! Ja, jetzt wird keiner überleben. Korrekt. So, also, wo bist du? Ah, ich muss ihn wiederholen, ich hab vergessen zu speichern. So. Ah, ich hab doch vergessen zu speichern. So, und deswegen. Okay, why not? Didn't want to die alone anyway. Genau, deswegen speichere ich oft und viel. Warum bin ich da jetzt noch einmal gestorben? So. Was war da? Ah, der ist auf mich draufgefallen. Ah ja. Stimmt, da war. Ah, der nicht du! Oh Gott. Ah, oh, speichern wir wieder mal. So. Hä? Nicht überstanden. Da ist noch einmal so. So gewalttätig diese Spiele früher. Gar nichts mehr. Ich merke gerade, es schockt mich immer noch. Also, schocken im Sinne von. Barney? Ah. Barney 3 ist. So, jetzt sind wir bald wieder bei Kräften. Barney 3 ist K.O. War das sonst eine von diesen Mördertüren? Oh nein. Oh nein, 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 nein. Na nicht. Ah, ich geh. Ah, netter Bug. Der wird eigentlich häufig gezogen. Du! Oh Gott, ich hab Auto eben. Ah, oh, nicht. So, zack, zack. Das ist folgt mir aber gar nicht. Das hasse ich so, das habe ich gar nicht gemerkt. Oh, nicht bei den Spielen. Bei den neuen. Brauche ich es schon. Okay.
Besser. Ja, das ist halt nicht die beste Idee. Das sollte ich eigentlich mit mir mit. Oh, nicht, vielleicht Muni sparen sollte. Aber ich glaube, das werden wir da schon überstehen, oder? Wo fangen die ersten Rätsel an, da? Der hätte man hergehen sollen, oder? Okay. Ja, ich geh schnell raus. Ui. Wie ist das? Hey! Boah, scheiße, ist das scheiße. Boah. Schon wieder fast drauf gekommen, doch. Position. Laden. So, jetzt geht's runter. Hier geht's jetzt schon los. Wow. Geht jetzt schon los. Jetzt wird's nämlich. Können wir gleich ins. Okay. Alle, die wir sie jetzt nicht umbringen, erwarten wir jetzt um. Das ist ein bisschen eine blöde Sache. Früher immer wieder an. Oh Mann, nee. Noch einer, noch einer. Und noch einer. Oh, nee. Oh, yeah. Ah, das ist so scheiße. Ah! Okay, warte mal. Ah, ich glaube, ich muss jetzt kurz im Setup was checken da. Audio. Filter, ganz kurz. Nur nicht beirren lassen. Windows PC, irgendwo habe ich da jetzt. Filters. Was? Oh. Das ist natürlich falsch. Da wollte ich einen Kompressor drin. Oh je. Also, ich glaube, ihr werdet euch jetzt wundern, was macht der da für einen komischen Sound. So. So. Intelligenten Munitionssporn ist das nicht. Ah! Oh, nicht der schon wieder. Wo ist denn der? Ja, genau, das war das. Ah, da hätte ich aufrufen sollen. So, geht das da eigentlich? Warte mal. Das war von der Bedienung her immer ein bisschen mühsam. Oh Gott, die Spiele waren echt schwer zu bedienen. So. Die kann ich nicht aufnehmen, ne? Da oben wäre ein bisschen Munition gewesen. Schau. Hey, bist du nicht gar?
jetzt haben wir es aber. Schild habe ich jetzt natürlich ganz aufgebraucht. Das ist echt mühsam. Ja, man sieht, ich habe das schon länger nicht mehr gespielt. Oh ja. Jetzt geht das los. Ich sag's ja. Die sind fies. Oh ja. Geht schon gut los. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. 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 Oh ja. So. Oh. Ja, den lassen wir mal unten ein bisschen wüten. Und dann so. Die Dinger sind sehr fies. Boah, ich hab schon wieder keine Munition mehr. Oh, das wird jetzt mühsam. Ah, warte mal. Das wollte mir dafür hören. Das ist so ein neues Kit oder was, oder? Aber. Wie war das? Ich glaube, ich bin einmal Lohm, eh? Oh. Ah, super. Ah, ich weiß gar nicht mal, wie das war. Das ist ewig her. Na, stimmt gar nicht, weil Half-Life Source wird 2022 gezockt. 2022? So was. Aber ich glaube, ich sehe es eh. Ziemlich klar, wo ich mal müssen. Genau. Ist da irgendwas drin? Nein. Ich brauche eine Munition. Oh je. Das war nicht, worauf ihr also wollt. Ah! Hey. Na. Wie ist das? Ja, da wollen wir nicht hin. Das ist eher fies. Und da wollen wir auch nicht her. Das ist auch eher gut. So, was war da nochmal der Weg nach draußen? So, auf. Tür auf. Okay, nochmal. Auf. Tür auf. So. Wieso geht. Okay. Oh, wahrscheinlich zu blöd den Knopf zurück. So. Ja, und auch dafür ist Half-Life bekannt, nämlich diese echt fiesen Sprung einloggen. Und ich tue sicherheitshalber jetzt mal speichern, weil ui, ja, ist nur gut gegangen. Und hoch. Und dadurch Tür geht auf und speichert. So. So, jetzt müsst ihr euch denken, so ein sinnloser Umweg. Und jetzt kommt die Elevator-Musik. Ding, 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 ding. Und jetzt sind wir, glaube ich, im Office-Komplex, ja genau. Hm?
Ah, ich glaube, ich muss gar nichts tun, gell? Könnt mir die Munition eigentlich sparen? Ah. Ja, das nutzt jetzt im Nachhinein auch nichts mehr als mit dem Klimawandel. Oh, haben wir auch vorher gesagt. Und interessiert keine Sau. So. Mal die Taschenlampe einschalten. Oh. Wie war das? Könnte ja gar Holz sein, nicht tun, gell? Warum stirbt er nicht? Ich will ja jetzt nicht oben gehen. Ich glaube, das ist eher ungesund. Du Kopf. So. Opfer mal auf hier. Gut. 40 Minuten, ich glaube, wir lassen es für heute. Okay, okay, es geht bald wieder weiter. Tschüss.